Leute, und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar geht es heute um die Eiersuche. Ne? Steht ja Ostern vor der Tür, also gibt es hier auch ein Eiersuch-Skript für euch, kostenlos natürlich. Und ja, wie das Ganze dann aussieht, hier versteckt sich dann auch schon ein Ei. Ne? So, ziemlich klein. Und ja, auf der Karte sind die natürlich nicht markiert. Und hier oben wird es dann angezeigt, wie viel so der jeweilige Spieler dann gesammelt hat. Und ja, am PD finden wir auch noch ein Ei. Da laufen wir mal ganz kurz hin. Zack. Und nun haben wir schon 4 Eier gesammelt. Und ja, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen und einmal auspacken. Und ja, wenn wir das Ganze hier dann ausgepackt haben, haben wir diesen Ordner hier. Und hier kopieren wir uns schon mal den Namen raus. Und gehen dann einfach mal zurück in die Server-TFG. Und ja, hier müssen wir das Skript jetzt nur noch starten. Einmal speichern und schließen. Und natürlich in den Resource-Ordner kommt noch dieser Ordner hier rein. Einfach reinziehen. Jetzt nur noch Server neu starten und ihr habt das Skript schon mal erfolgreich installiert. Jetzt gehen wir noch mal halt in die Config.lua. Und hier können wir natürlich noch einiges hinzufügen. Also noch mehr Eier hinzufügen, wie wir wollen. Ich werde euch auf jeden Fall auch noch mal eine Liste mit reinpacken, die ich jetzt noch gefunden habe. Somit müsst ihr das Ganze nur noch kopieren und pasten. Und somit habt ihr dann 250 Eier-Spots. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao ciao. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.